Entscheidung schmieden wir unser Schicksal. Oh, das war ja der Hammer! Okay, wer ist dabei? Gehen wir! Ein Riesenbastard war das, was? Gut gemacht. Halt Ausschau nach dem unheimlichen Roten. Ich will nicht gestört werden. Moment. Was? Das ist alles? Das kleine Ding? Was zum Teufel? Was für eine Waffe. Oh! Mein Gott! Jetzt kapiere ich. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich alles. Hey, Hübscher. Verdammt! Ich bring sie um! Ich bring sie alle um! Oh. Zuerst such mir einen Arzt. Und dann tilgen wir diese dreckigen Banditen vom Antlitz Pandoras. Und dann wecken wir den Krieger. Den was? Das wird so cool! Wir überziehen den verdammten Planeten mit Feuer! Das gibt ein Geschrei. Banditen hätten sterben. Rechts und links. Ich kann's kaum erwarten. Und so starb der Held, der uns auf der Helios gerettet hatte. Und da habe ich bei Handsome Jack gekündigt. Tut's dir leid, Jack geholfen zu haben? Ja. Und jetzt macht, was ihr wollt. Tötet sie! Was? Nein! Gäb's keine Leute wie sie, wären unsere Freunde vielleicht noch am Leben. Fertig? Das sind wir nicht, Lil. Das bist du nicht. Feuer! Was zum Teufel? Dies ist nicht die Zeit zu hadern, Kammerjäger. Hebt sie herauf, und ihr braucht jeden Kammerjäger, den ihr bekommt. Tassiter wurde ersetzt, mein Täubchen. Ab heute arbeiten Sie für mich. Wer? John, sind Sie das? Nenn mich Jack, Schätzchen. Ja. Ja. Handsome Jack.
wichtige Angelegenheit. Jack sein. Ich arbeite als Ingenieur für Hyperion. Doktor, ich klinge immer noch wie ich selbst. Das regeln wir mit dem Stimmmodulator-Implantat. Jetzt, da Sie die Formulare unterschrieben haben, sind Sie die nächsten 20 Jahre lang Jack. Herrje. Wann werde ich eigentlich bezahlt? Bald. Gehen Sie jetzt bitte in Arztkabine 7. Kommentare zum Experten. Mr. Lawrence? Ja, der bin ich. Timothy, bitte gehen Sie durch die Tür rechts. Sie werden schon erwartet. Muss ich irgendwas unterschreiben, oder... Durch die Tür, bitte. Nein, stopp! Woher weiß ich, dass das kein Schwindel ist, um an meine Nieren zu kommen? Sie haben sich beworben, weil Sie Geld brauchten. Wer arm ist, darf nicht wählerisch sein. Aber ich... Okay. Ah, schon gut. Bin bereit. Sehr gut, Timothy. Das wird eine blutige Angelegenheit. Orte zu sehen, Leute zu killen. Bin unterwegs. Hallo, Athena. Yo soy Tiny Tina. Und das ist mein großer Bruder Brick. Mann, nenn mich nicht dauernd so. Das ist schräg. Es heißt, du erzählst Geschichten. Ich will eine hören. Welche willst du hören? Den Tod von Nox? Den Untergang von New Hay? Oh, vergiss es. Ich habe eine bessere Idee. Erzähl mir von einem Raid-Boss. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was heißt das, du? Wie kannst du nicht? Shh, Baby, shh, shh, shh. Deine große Schwester regelt das. Dann begaben sich Athena und ihre drei Gefährten zum Kern des Mondes. Muss es mit Gefährten sein? Kann ich das nicht alleine machen? Nicht, wenn du überleben willst. Oder wenn du eine voll kaputte Beutekombi gefunden hast und im Econet damit angeben willst. Der Bürriff, dieser stinkende Verräter, ist vielleicht tot, aber ich hasse halbe Sachen. Klar, ich kann ihn nicht nochmal killen, so gern ich das täte, glaub mir. Aber ich kann dafür sorgen, dass am Ende keiner mehr weiß, dass er je gelebt hat. Der alte Huckster hat wohl so Audiotagebücher über seine Taten geführt und drei pikante Echos in seinem Büro versteckt. Finde sie, vernichte sie, löschen wir die Zeugnisse seines schmierigen Daseins aus. Das scheint mir alles andere als professionell. Ich habe in den Outlands ein altes Notsignal aufgeschnappt. Kann sein, dass jemand Hilfe braucht. Oder es gibt dort fette Beute zu holen. Ich lade dir die Koordinaten auf dein Echo. Ich wette, ich bin nicht die Einzige, die Signale hört. Sind ein Haufen Schiffe runtergekommen beim großen Bersten. Gab eine Menge Not und wenig Hilfe. Wenn andere auf die Idee kommen, dass dort was zu holen ist, wollen die sicher auch ihren Rüssel in den Trog stecken.